diesen Koordinaten. So, weiter geht's. Wenn ihr bereit seid, hart zu arbeiten, könnt ihr das Commonwealth zu einem besseren Ort machen. Wenn du dein Bett schläfst, werden deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt und alle verkrüppelten Körperteile werden geheilt. Ich brauch Beton. Je höher die Schwierigkeitsstufe, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du legendäre Gegenstände findest. Okay. Aber was sind legendäre Gegenstände? Sind das die Dinger mit dem Stern oder was? Das Camelwald-Welt ist ohnehin ein gefährlicher Ort. Moral sinkt, weil es nicht genug Wasser gibt. Ja, was soll ich machen? Hier gibt es ja nicht mal einen Fluss in der Nähe oder sowas. Jetzt muss ich echt dahinter reißen und mir einen Beton holen. Blutkäfer saugen den Opfern nicht nur das Blut aus, sondern schießen auch häufig damit auf sie. Was zu verzerrten Sicht führt. Oh nein, mir hat ein Blutstrahl getroffen. Dann fühlen sie sich eklig. Das sind die kleinen Viecher. Okay. Klein sieht anders aus. Für jedes von dir gesammelte US-Handbuch für verdeckte Einsätze erhältst du im Skill Infiltration einen zusätzlichen Rang, der deine Chance auf Schleichen leicht erhöht. Wie kann er meine Chance auf Schleichen erhöhen? Okay. Beton. Nehmen wir mal 3, 4, 5 mit. Nehmen. Passt. Aber Netty Farm. Speziell aus einem abgetrennten Stück einer Todeskralle gefertigt, ermöglicht der Todeskrallenhandschuh seinen Trägergegner mit brutalen Hieben massiven Schaden zuzufügen. Ja, Todeskrallen sind schon crazy drauf. Kann ich jetzt Wasser bauen? Wasser meine ich. Ja. Komm hier in die Ecke. So. Ne, Möbel, Betten. Wo stelle ich hier noch ein Bett hin? Hier kann noch ein Bett hin, oder? 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 Oder da oben? Und hier kann noch einer schlafen, so. Daten. Schutz. Sanctuary Hills. Abernathy Farm. Den fehlt ein Schutz, warum? Essen 16. 18. Einmal, da steht einer auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite, dann bauen wir noch einen auf die Seite. Ach verdammt, Glück gehabt. Was ist das? Lasergeschützturm, schwerer MG-Geschützturm.
Da fährt hier rüber und dann stellen wir hier noch einen hin. Geht das nicht? So. Sanctuary Hills. Fehlt Wasser. Das ist hier. Erfolgreicher Angriff von VTS. Füllen deine kritische Leiste. Sobald diese voll ist, kannst du einen verheerenden Angriff ausführen. Ja, das ist schon echt gut. Lederrüstungen bieten zusätzlich Schutz gegen Energieschaden. Dem fehlt hier an Wasser. Ja. Dam, dam. Okay, das ist nicht so weit. Nein, Trottel. Leertaste gedrückt habe. Dieser Baum ist allein schuld. Nur dieser Baum. Hier hin. Schutz, Ressourcen, Wasser. Davon 10. Produziert. Boah, den könnte ich aber auch bauen. Kann ich nicht. Ich werde jetzt reicht der Schutz nicht. Komm, bauen wir noch ein bisschen Schutz. Wachposten, Geschütztürme. Kann ich die da irgendwie aufs Dach stellen? In die Stadt verteidigen hier. Das sollte genug Schutz sein. Okay, jetzt wahrscheinlich aber die ganze meine Zeit damit. Komm ins Polizeipräsidium. Ja. Ja. 2077 war Amerika ein Land der technologischen Errungenschaften und furchtbar zivilen Unruhen. Die meisten gewöhnlichen Menschen wollten nur eins, ein glückliches, friedliches Leben. Stattdessen traf sie die vollständige atomare Auslöschung. Im Jahr 2077 wurde die Welt durch ein nukleares Feuer zerstört. Nur sehr wenigen gelang es sich, in die Sicherheit der Vaults zu flüchten. Aber es ist ja nur bei den
Amis so. Also in Amerika. Hat's BAM gemacht. Haben wir das coole neue Auto an. Das sind so 50er Jahre Autos, aber in der Zukunft. Voll komisch irgendwie. Na, sehen wir uns mal da drin. Komm. Kann da plündern. Nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Ein aktiver Notrufsender mitnehmen. Vorkriegsgeld mitnehmen. Genau. Hallo, hallo, hallo. Geht da was? Keine Antwort mehr. Luca Cherry, Karotte. Hör mal jetzt jeden Mist auf. Ich hör auf, jetzt jeden Mist mitzunehmen. Hältst du dich irgendwie für eine große Nummer? Warum so wütend? Warum bist du so wütend auf mich? Ich bin nicht wütend. Ich erkläre dir nur, wo du stehst. Du bist hier nur eine angeheuerte Aushilfe. Mehr nicht. Deinen Respekt verdienen? Kann ich mir irgendwie deinen Respekt verdienen? Befolge deine Befehle, halt den Ball flach und vor allem die Schnauze. Und jetzt erkundige dich mal besser, ob es schon einen neuen Auftrag für dich gibt. Ritter, wie heißt es? Rüss. Du bist mir unsympathisch. Dich würde ich gern abballern. Polizisten-Sonnenbrille haben wir hier. Zigaretten, Feuerzeug. Ich wollte aufhören, ganz Schrott mit zu sammeln. Okay. Irgendwo da. So. 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 Geschafft. Patron, Kronkorken, Red Away, Stimpak. Was ist das? Sieht gut aus. Bitte. Warum? Ich hab doch gar nichts mitgenommen jetzt. Lasergewehr. 200 Schuss, Leuchtpistole, Molotov-Cocktail, Präzisionsgewehr, 1000 Schuss. Dann. Das gefällt mir mehr. Das habe ich vergessen wegzulegen, wie immer. Beton, das habe ich vergessen wegzulegen. Scheiße. Weg da. Keine Ahnung, was da los ist. Wenn tatsächlich Verstärkung kommt, lässt sie mir jede Menge Zeit. Hey, wenn Aladdin Dance sagt, dass sie kommen, dann kommen sie. Wir müssen Gott. Nur noch ein wenig durchhalten. Ich weiß nicht, Caleb. Wir haben schon die Hälfte unserer Leute verloren. Klar, der Neuling hilft uns. Aber ich hoffe,
wirklich, dass wir lange genug überleben. Wir schaffen das, Großer. Wir schaffen das. Was gibt's hier Schönes im Knast? Haarklammerbox. Wollte der ausbrechen. Marke. Hallo? Gibt's hier was? Tischventilator, Patronen, Polizei, Revier, Cambridge, Weißmittel Terminal. Schauen wir mal. Frame. Wind. Oh. Light. Ah. Bitte schön. Geht doch. Fall Holbrooks Aufzeichnung. Aufwiegelung. Okay. Vielleicht auch was Gescheites. Ach, Scheiße. Verdammt. Das mit dem Rechner checke ich noch nicht ganz. Mit der Soloband-Aufzeichnung. Da steht zwar nur Mist, aber ich krieg Karten auf der Karte und sagen markiert. Warum auch immer. Was haben wir hier? Frostschutzmittel. Verlass. Was? Verblasstes Visier, ach so. Handschellen. Jet. Eine Lupe nehmen wir mit, komm. Wall-Tag. Der Oktober 2077 ist das Unglück passiert. Sie schön im Keller. Klebeblatt, Skalpell. Leer, schade. Fuhrpark. Da gehe ich später mal hin. Oder Kollege, gehen wir da später nochmal hin? Ja. Warum stehst du hier rum, als hättest du nichts zu tun? Paladin Dance wartet auf dich. Gladius Personalterminal. Befehle des Aufklärungsteams Gladius. Die aktuellen Befehle des Aufklärungsteams Gladius lauten folgendermaßen: In das Gebiet mit der Bezeichnung Kammwelt vorrücken, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnliche Aktivitäten sind per Fernkommunikation an Schwertscheide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. An die Schwertscheide, weil er den Dance persönlich eintrag. Nach mehreren Monaten haben mein Trupp gerade die Grenzen kampfvoll überschritten. Ja, ja. Sehr schön. Gladius Personalstatus. Hier interessiert mich ein bisschen weniger. Geiles Clown, ja. Es ist mehr als zwei Hallo. Gelehrte. Tut mir leid wegen den anderen. Warum so nett? Warum bist du mir gegenüber so nachsichtig? Ich bin erst seit kurzem bei der Bruderschaft. Früher war ich wie du, allein unterwegs. Deshalb weiß ich, wie es ist, wenn einem jeder, dem man begegnet, eine Waffe ins Gesicht hält. Auch wenn es nicht so aussieht, ist Dance doch ein guter Kerl. Er ist eben Soldat. Protokoll ist sein täglich Brot. Und Rice? Naja, sagen wir es einfach so. Er ist sturer als jeder Brahmin. Aber weißt du was? Ich würde ihnen beiden mein Leben anvertrauen, weil sie gute Menschen sind. Und so etwas findet man heute nur noch selten. Gelehrter Halen? Du solltest dich besser beeilen.
Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Du vielleicht nicht, ich schon. Gelehrter Held, persönlicher Eintrag. Schau mal, wo ist denn das? Da. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Okay. Sind die doch nicht so gut, wie sie tun. Bin ich mal gespannt, was gibt's hier oben. Ich muss noch in den Fuhrpark schnell. Hey Kollege. Schrauber Landeplatz. Sonst nichts oder was? Nicht mal ein einziger Gegenstand. Rodayo. Schauen wir mal, was gibt's hier Schönes? Warum stehst du hier rum, als hättest du nichts zu tun? Warum nervst du mich? Ich schieße gleich so in dein Face. Da schauen wir mal die Fuhrpark an. Und dann können wir mit diesem Paladin auf Reisen gehen. Das Kunstvorrat, günstiger Wunderkleber. Schöner Fuhrpark. Gegend ist schon geil. Dass ich so ein bisschen umschauen kann, das sind so kleine Wege. Ist schon geil gemacht. Da oben ist eine Coca-Cola-Werbung. Gehen wir zu diesem Paladin. Da ist er doch. Ich hocke hier schon zu lange rum. Ich will endlich mal wieder ins Gefecht. Dann mach doch, Idiot.